Morgen Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog muss ich sagen. Ich bin heute auf der S-Motorshow für euch unterwegs und wir steigen direkt mal hier krass ein, was es hier zu sehen gibt. Ich bin hier gerade reingekommen und das erste, was ich hier sehe, ist ein euch bekanntes Auto. Ich denke mal, das werdet ihr alle kennen und zwar von JP Performance, beziehungsweise der gehört ja nicht JP, aber der war ja bei JP zu sehen, der Ferrari 458 Speziale. Hat nicht mehr dieses Muster an der Seite, diese Folierung. Und ihr kennt schon am Kennzeichen, der gehört natürlich zu R3 Wheels. Dann kommen wir hier weiter rum. Das Auto kennt ihr ebenfalls. Kannst du gut lesen? Genau, das ist einmal der Audi R8 von JP Performance und wie ihr gerade gesehen habt, auf dem Kotflügel steht, es ist ausdrücklich erwünscht, dieses Auto zu fotografieren und die Bilder in Social Media zu teilen und dann würde ich sagen, machen wir doch genau das. Und ich muss mal wieder zurückgehen, weil ich merke gerade, ich habe meine Tasche dort hinten stehen lassen. So, die Tasche ist wieder am Mann. Und ja, ich werde euch jetzt einmal hier in der Halle noch einmal kurz zeigen, was es hier zu sehen gibt. Aber wisst ihr, was ich gerade schon gesehen habe? Ich habe gerade schon gesehen, wie heißt der Dennis? Dennis aus Hürth. Kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem Radio von 1Live und so. Der kraucht hier irgendwo rum, der Kamerad. Ja, pass auf. Ich zeige euch jetzt einmal hier noch ein paar krasse Karren auf jeden Fall. Ich fange mal an hier mit dem C63 hier. Okay, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter hier durch die Hallen und werden mal sehen, was es hier zu sehen gibt. So, dann habe ich im Hintergrund noch für meine Muscle-Car-Freunde unter euch eine übertrieben geile Corvette von Geiger Cars. Ich zeige euch den Schlitten mal. Das Ganze nennt sich dann Corvette Z06 Carbon. Ich denke mal, ihr könnt ganz gut erkennen, wieso. Wir haben hier überall Carbon. Wir haben ein manuelles Schaltgetriebe. Und 730 PS. Sieht auf jeden Fall ziemlich pervers aus, die Karre, muss ich sagen. Und einmal da noch. I'm known for running my, I'm 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 running
Und für die Lamborghini-Fans unter euch haben wir hier natürlich auch noch einen ganz tollen Stand. Werde ich euch mal eben zeigen, was hier so abgeht. Haben wir hier den wunderschönen Huracan von Puyol Design. Dann hier natürlich nicht zu vergessen Aventador SV in Weiß, habe ich bisher auch noch nicht gesehen in Weiß. Dann haben wir noch einen normalen Aventador, beziehungsweise ist das hier die Pirelli Edition. So einen wie JP nämlich auch hat. Dann noch einen ganz normalen Aventador. Dann haben wir hier noch ein BMW von Prior Design. Den gleichen Wagen haben wir übrigens schon auf dem Cars & Coffee gesehen in Düsseldorf, wer sich daran erinnern kann. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein echt brutal aussehendes Auto, wie ihr seht. Na gut, Freunde, wir gehen mal weiter. Ja. Und hier im Hintergrund ist er auch, Freunde.